Na, Männer, alles klar. Jawohl, Herr Karl! Gut, wir schreiben mittlerweile den 1. Februar 1943, 1.57 Uhr in La Rochelle, Nordostatlantik. Dort haben wir sozusagen Zwischenstopp gemacht, um das Boot neu zu betanken, um Aale nachzuladen, um Proviant aufzunehmen. Und der Plan ist eben jetzt mal grob irgendwo in diese uns durchaus bekannte, aus der Vergangenheit bekannte Region zu schippern und schauen, dass wir da ein bisschen Tonnage einsammeln. Also, gehen wir an Bord. 1943, also ich glaube, soweit habe ich sowieso noch nie gespielt, weil dann immer irgendwie eine neue Version dazwischen kam. Und entsprechend war immer schon früher Schluss. Ja, La Rochelle, lange Zeit unsere Heimatbasis gewesen, lange nicht mehr hier gewesen. Ist eine feine Sache. Und wir können übrigens auch, also nicht nur aufmunitionieren und so weiter, in diversen Häfen, also Häfen, die nicht eben unsere Heimathäfen sind, sondern wir können auch Verbesserungen einbauen. Und deswegen haben wir jetzt, was habe ich nochmal eingebaut? ich glaube, es war der Schnorchel. Ja, genau, hier haben wir den Steuerungshebel des Schnorchels. Also ab jetzt auch mit Schnorchel unterwegs. Wir schalten mal auf Rotlicht um. Mitten in der Nacht und werfen einen Blick auf die Karte und setzen mal Kurs. Das passt eigentlich schon soweit. Dann können wir direkt hier auf kleine Fahrt gehen. Und dann sehen wir mal zu, dass wir hier ein bisschen Stunk machen. Ja, einziger Nachteil ist halt, wenn man jetzt nicht den Heimathafen anläuft, man kann eben die Mission nicht beenden, bekommt seine Belohnungen nicht gut geschrieben, wird nicht ausgezeichnet, aber ist auch nicht weiter tragisch. Solange man noch ein bisschen Geld übrig hat, und man kann ja sozusagen auch während der Feindfahrt Geld verdienen, für alle Abschüsse bekommt man ja sowieso direkt Geld auf sein Konto gut geschrieben, wenn man die Abschüsse dann auch durchfunkt, und von daher ist das eigentlich alles kein Problem. Kontostand, wo sehe ich den denn? Wir haben also jetzt noch 16.658. Der Einbau des Schnorchels hat halt ein bisschen was gekostet, ich glaube um die 12.000. Aber alles kein Problem. Also ich denke mal, mit dem Budget könnten wir tatsächlich auch noch deutlich länger ausharren auf dieser Feindfahrt, bevor wir dann tatsächlich wieder zurückfahren nach La Spezia. Also da, wir sind dann ab jetzt eigentlich relativ frei unterwegs, vermute ich mal. Einziger Nachteil ist halt, wie gesagt, wir können die Missionen nicht offiziell abschließen. Wir können der Mannschaft keinen Urlaub gönnen, was natürlich auch mal angebracht wäre nach... Wie lange sind wir jetzt schon unterwegs? Moment, das wird doch hier irgendwo angezeigt. Ach so, das zählt dann wieder neu, weil wir waren nämlich schon, ich glaube, also deutlich über 70 Stunden auf See. Okay, aber auch wenn man irgendeinen Hafen anläuft, wird das praktisch wieder zurückgesetzt auf Tag 0. Okay, auch nicht schlecht. Na schön, wir lassen mal La Rochelle hinter uns. Schauen direkt mal in die Kombüse. Ich glaube, ich habe das sowieso alles schon so einigermaßen vorbereitet. Die Organisation, Lebensmittel sollten wir wirklich mehr als genug dabei haben. Aale haben wir wieder komplett auffüllen können, kein Problem. Schauen wir hier mal in den Kombüsenschrank rein. Hier ist also alles voll. Und im Hauptlager haben wir auch nochmal hier 4 Slots mit Brot, mit Gemüse, mit Käse. Also das sollte alles gut funktionieren. 66 Tage inklusive Vorräte. Das ist wohl... Das ist gut. Das passt. Also, Kartenmodus. Dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen auf die Tube drücken, solange man sich in der Nähe der Küste befindet. Ich habe auch den Eindruck übrigens... vielleicht sollte ich den Satz erst beenden. Solange man sich in der Nähe der Küste befindet, kann man ja bekanntlich jetzt hier noch nicht volle Pulle-Zeitkompression machen. Mir ist aber aufgefallen, wenn wir uns die Karte hier anschauen, da sind, glaube ich, noch ein paar Sachen dazugekommen, oder? Hier Bergung von Gold zum Beispiel. Das ist mir zumindest noch nie aufgefallen. Aber das kann man halt so auch nicht auswählen, glaube ich, solange man einfach hier noch die aktive Kampagne Schlacht im Mittelmeer hat. So, erster Kontakt, das ist auf jeden Fall ein anderes U-Boot. Und hier drüben haben wir halt auch noch, das sind, glaube ich, so die Hauptkampagnen, Anschluss an Schlacht in der Arktis, arktische Geleitzüge hier oben. Dann hier drüben hätten wir noch Black Pit, was auch immer das bedeuten mag. Das ist wahrscheinlich der Bereich... der halt von der, wo sie einfach keine Luftunterstützung bekommen, die feindlichen Schiffe. Also hier, das sind sozusagen gute Jagdgründe für uns, wo wir uns keine Sorgen machen müssen, dass da die Flieger hinkommen. Ich schätze mal, das ist damit gemeint. Aber ich denke mal, also zum Beispiel hier diese Bergung von Gold, das kam halt einfach im Laufe des Kriegsverlaufes noch irgendwie dazu. Also
Das wird auf jeden Fall noch eine interessante Geschichte hier mit diesen ganzen Missionen und Kampagnen. Das ist ja, man darf nicht vergessen, ist ja alles noch ein bisschen so am Anfang. Steckt quasi noch in den Kinderschuhen. Aber da bin ich mal gespannt, wenn das wirklich alles ausgereift ist, wo da die Reise noch hingehen wird. So müde. So, die ersten sind schon wieder ein bisschen durch, aber im Großen und Ganzen passt das schon. Im Dienst. So, sobald man das Küstengewässer hier, sobald wir setzen vielleicht mal selber einen Kurs, dass wir einfach von der Küste ein bisschen schneller wegkommen. Zeit für eine Pause. Wieso macht er mir hier eigentlich so einen Haken in den Kurs? Seht ihr das? Muss es wohl irgendwie ein Hindernis geben. Okay, wie dem auch sei. Ich gebe einfach ein bisschen mehr Gas hier. Wir haben ja voll getankt. So. Fortbewegungsmodus. Kleine Fahrt, Kurs gesetzt. Dann schauen wir mal, dass wir ungefähr ja, hier so hinkommen. Da können wir vielleicht zum ersten Mal rundweichen. Das, glaube ich, lohnt sich dann schon. Und vielleicht einmal zwischenspeichern. Ja. Also das ist eine schöne Geschichte mit dieser, quasi mit diesem freien Fahrtmodus. Dass wir halt nicht gezwungen sind, wirklich im Mittelmeer zu bleiben. Es ging mir dann doch schon so ein bisschen auf den Zeiger. Und ich möchte einfach ein bisschen mehr Abwechslung haben. Und das ist schon gut so. So, 5. Februar mittlerweile. Schauen wir nochmal, wie die Verhältnisse sind. Können wir auf normales Licht umschalten. Wie schaut es eigentlich aus mit den Druckluftreserven? Okay, also solange hier kein Icon auftaucht, müsste das ja voll sein. Hier, das habe ich übrigens nochmal angeschmissen, die Forschung hier. Das nächst bessere Horchgerät, GHG Balkon. Und es sind ja auch noch ein paar erforschte Dinge einfach, also schon fertig erforscht. Nur, das ist halt dann eine Frage des Budgets. Also, ich hätte jetzt noch irgendwas weiteres einbauen können, aber dann hätten wir halt irgendwie nur noch knapp 4000 oder so übrig. Und das ist mir ein bisschen zu knapp. Ich möchte einfach ein bisschen haushalten. Immer so ein bisschen was auf der hohen Kante haben, dass wir zumindest in der Lage sind, einmal voll zu tanken, einmal aufzumunitionieren. Also Torpedos wieder voll machen. Genauso wie Proviant. Das ist, glaube ich, keine so schlechte Strategie. Oh, mal ein Bildchen machen hier in der Morgendämmerung. Sehr schön. Uah. Unser Boot, Männer. Unser Boot. Schön mit dem, ich glaube man nennt es Biskaya-Kreuz obendrauf. Jetzt wo auch die Sonne aufgeht. So schön von der Seite, ein bisschen angestrahlt. U-Boot-Romantik. So, dann geben wir ein bisschen Gas hier. Was haben wir denn hier? BF-16. Und das ist ja schon so eine Gegend, da sollte relativ viel Betrieb sein. So, wir haben auch einen Kontakt. Moment. Einmal langsam. Ja, also entweder haben wir den... Ist der direkt schon wieder weg, der Kontakt... Oder ist wirklich weit weg, aber das kann ja eigentlich nicht sein. Dann tauchen wir vielleicht direkt mal und schauen mal, ob wir was zu hören bekommen. Wer weiß, vielleicht haben wir tatsächlich direkt Glück und haben hier irgendwas in der Nähe. Gehen wir mal knapp 30 Meter runter. Es wäre auch mitten in der Nacht. Bisschen stürmisch, aber das ist eigentlich noch relativ überschaubar. So, und da es Nacht ist, können wir auch auf Rotlicht umschalten. Kommandant darf sich mal aus seiner Koje bemühen. Wechseln auf E-Motor! Könnte was zu tun geben. Auf Seerohrtiefe. So. Tauchvorgang eingeleitet. Der gute Öldorp. War eine gute Idee, den wieder mit dazu zu nehmen, sozusagen. Wir gönnen dem hier nochmal ein bisschen Unterstützung. 20 Meter. Er ist am Kartentisch, das passt.
Okay. Die können wir noch wegnehmen hier. Ja, könnte natürlich auch ein Fehler gewesen sein. Jetzt sind wir schon knapp auf 30 Meter. Wir sind schon so lange auf See. Ich halte es nicht mehr aus. Stopp. Wo wollte ich hin? Hier. Alle Maschinen, stopp. Kreiselkompass abschalten. Mal ein bisschen Ruhe ins Boot bringen. Na, gehen wir noch ein bisschen tiefer. Einmal absacken lassen auf 60 Meter. 20 Meter. Tauchen auf 50 Meter. Ein Blick auf die Karte geworfen, maximale Horchreichweite. Naja, wenn wir uns hier mal dann auch irgendwie kurz dann gleich auf die Lauer legen zum Horchen, dann decken wir hier schon einen ziemlich großen Bereich ab. Und das dürfte, also das ist ja auf jeden Fall hier so die, sagen wir mal, Haupt-Ein- und Ausfahrtslinie für die ganze Frachtschifffahrt. Hier oben dürfte sich auch immer ein bisschen was tun, erfahrungsgemäß. Aber hier, das war schon in der Vergangenheit echt immer ein sehr, sehr gutes Jagdgebiet. Also da habe ich ein gutes Gefühl, dass wir da ein bisschen was zu tun bekommen. So, wie tief sind wir? 50 Meter gehen durch. Er steigt? Sinkt. 60. Okay. Ah, ich glaube, hier gibt es nichts. Nichts zu hören. Na schön, dann gehen wir wieder hoch. Überwasserfahrt. Auftauchen. Tanks anblasen! Beide Maschinen, kleine Fahrt voraus. Schneller, schneller! Komm nicht durch. Ja, es ist halt Early Access, ne? Da müssen halt noch ein paar Ecken und Kanten abgefeilt werden. Aber ist egal, da wollte ich auch eigentlich gar nicht hin. 30. So, Boot steigt. Wir gehen schon mal in den Turm. Auf Seerohrtiefe. Seerohrtiefe. Wechseln auf Dieselmotor. Und wir sind oben. Dieselmotoren laufen an. Ja, Wetter hat sich noch ein bisschen verschlechtert, habe ich den Eindruck. Na schön. Beschleunigen wir den ganzen Vorgang mal ein wenig. Und drücken wir mal ein bisschen auf die Tube hier mit der Zeitkompression. Und ich würde sagen, hier... Horchreichweite sind ja irgendwas um die 100 Kilometer. Na, wobei, das sind sogar mehr, glaube ich. Ah, hier ist ganz gut. Forschung abgeschlossen. Was habe ich nochmal? Ach, genau. Das bessere Horchgerät habe ich noch erforscht. Flugzeuge. Ach, du grüne Neune. Das bedeutet wohl, wir gehen auf Tauschstation. Hallo. Ja, und zwar sofort. Das bringt ja nichts. Tauchen auf 50 Meter. Ja, ich glaube, ich hatte niemanden am Funkgerät, ne? Der bedient ja auch das 2 Uhr. Das wäre dann hier drüben irgendwo. Der bedient ja auch das Biskaya-Kreuz. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Könnte unangenehm werden. 2 Uhr, irgendwie die Richtung. Ja, das passt schon. Oh. Ja gut, also wird uns jetzt nichts passieren, aber das kann natürlich schon sehr gut sein, dass die uns entdeckt haben.
Es hieß ja Flugzeuge, also Plural. Ich habe jetzt nur einen erkennen können. 20 Meter. Aber kann auch sein, dass das so eine Standardmeldung ist, dass die immer sagen Flugzeuge. Bin ich mir gar nicht so sicher. Könnte natürlich auch einfach ein einzelner Aufklärer gewesen sein. Unangenehm. Ja, gut, dass wir einen Schnorchel haben. Wir bleiben jetzt mal einen Moment unten. 30. Kleine Gruppe 1 bis 3. Es könnte tatsächlich ein Einzelner gewesen sein. Machen wir ein Stückchen unter Wasser weiter. Kleines Stückchen, das sollte schon genügen. Und dann fahren wir mal den Schnorchel aus. Weg mal den alten auf. Gehen hier in das Menü. Schnorchel ausfahren. Auf Seerohrtiefe gehen. Seerohrtiefe. Okay. Seerohrtiefe erreicht. Ist der Schnorchel jetzt schon ausgefahren? Müsste. Aber sie haben noch, er hat noch nicht umgeschalten, oder? Auf Dieselmotoren? Doch, okay. Gut, passt. Dann riskieren wir mal einen Blick. Auf Seerohrtiefe. Wupp. Naja, das wird schon passen. Im Idealfall haben sie uns nicht gesehen. Wir sind schon so lange. Und wir sind ja schon relativ zügig dann runtergegangen. Okay, das wird schon passen. Kartenmodus. Dann sehen wir zu. Dass wir hier in die Richtung kommen. So, einmal langsam. Wir sind ja bereits getaucht. Ihm geben wir nochmal eine Unterstützung dazu und dann machen wir hier mal alle Maschinen Stopp und dann schauen wir mal, ob wir hier was zu hören bekommen. Ach, er wechselt jetzt hier ans Funkgerät. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Du bleibst mal schön im Horchraum. Herr Kaloy? Jetzt ist die Frage, wenn wir hier noch nichts entdecken. Wir können natürlich auch einfach getaucht bleiben. Also Seerohrtiefe und mit Schnorchel weitermachen ist ja kein Problem. Sollen wir hier nochmal ein bisschen näher dran gehen oder eher in die Richtung rausschippern? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloy, ich habe eine große. So, und da geht's schon los. Wunderbar. Ganz nach meinem Geschmack. Große Gruppe 11 bis 25 einlaufender Konvoi. Ist noch eine Weile entfernt. Okay, stopp, stopp, stopp. Sehen wir zu, dass wir hinterher kommen. Halbe Fahrt voraus. Schneller, schneller! Schauen wir, dass wir den zumindest wieder in die Horchreichweite bekommen. Und jetzt schön behutsam hier. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Okay. Das ist natürlich wunderbar, aber die... Ach du Scheiße! Zwei von den großen Gruppen hier. Naja, also von der Position her ist das alles schon ein bisschen unangenehm, weil es doch relativ nah an der Küste ist. Ich würde eher auf den hinteren gehen, glaube ich. Na, da haben wir jetzt auf jeden Fall kein Problem, uns vor denen zu setzen. Wenn wir dem jetzt hinterherballern mit AK, dann erwischen wir den vielleicht hier drüben irgendwo. Das hier erscheint mir ein bisschen günstiger zu sein. So, große Fahrt voraus, bitte. Bisschen Gas geben. Und hier nochmal speichern an der Stelle. Okay, das könnte direkt interessant werden. Sehr schön, ganz nach meinem Geschmack. So. Die Position ist natürlich noch relativ ungenau.
So, also wir sind jetzt auf jeden Fall, sagt ja auch die Meldung, schon nah dran. Vielleicht einmal alle Maschinen stoppen. Vielleicht kriegt er dann eine etwas genauere Position hin. Mit der Horcherei. Kreiselkompass müssen wir auch bei Gelegenheit vielleicht nochmal anschalten. Ja, wobei, Navigationsgenauigkeit ist noch gut. Kleine Fahrt voraus. Nicht, dass es da jetzt eine böse Überraschung gibt. Und wir plötzlich mittendrin sind. Das ist mir ja durchaus auch schon ein paar Mal passiert. Schön langsam. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Auf Seerohrtiefe. Dann schauen wir nochmal, wie genau die Position hier ist. In einem Radius von 8,8 Kilometern. Also kann ungefähr hier so irgendwo sein. So, der erste Kontakt. Frachtschiff. Vermute ich zumindest mal. Ja, da ist der Schnorchel natürlich schon echt Gold wert. Können wir direkt getaucht bleiben? Schauen wir mal, wie groß der Konvoi ist. Wer ist denn am Seerohr, der Alte? Schauen wir doch mal, mit wem wir es hier zu tun haben. Okay, wir sollten auch vielleicht an der Stelle aufhören, so einen Lärm zu machen. Wir wechseln mal auf E-Maschinen und fahren auch den Schnorchel ein. Auf E-Maschinen wechseln. Den Schnorchel fahren wir ein. Kapitän? Wie spät haben wir es eigentlich? 18:22. Oh ja. Da tut sich was. Da tut sich was, Freunde. Einige Rauchfahnen schon gut zu erkennen hier mit bloßem Auge. Das könnte was werden. Die Frage ist halt, wie üblich, wie schaut es mit der Außensicherung aus? Schiffsschrauben, Herr Kalor. Ich versuche noch ein bisschen Abstand zu halten. So, den hätten wir jetzt zumindest sogar schon in der Sichtweite. Also auf jeden Fall schon mal Kurse berechnen. Das kann ja auf jeden Fall schon mal nicht schaden. Dann haben wir, das Hydrofon ist nach wie vor besetzt. Wir machen kleine Fahrt. Navigationsgenauigkeit ist relativ miserabel. Da setzen wir ihn nochmal gerade an den Kartentisch. Dann haben wir hier schon das nächste Schiffchen. Wenn er hier der Äußerste ist. Was haben wir hier für eine Distanz? Knapp einen Kilometer. Ja, dann sind wir eigentlich schon in einer ziemlich guten Position. Das ist ein Flugzeugträger. Ein Flugzeugträger, ein Flugzeugträger. Kann man schon was erkennen, mit wem wir es hier zu tun haben. Doch relativ unruhige See. Müsste aber auf jeden Fall ein Frachter sein. Sieht jetzt zumindest nicht nach Kriegsschiff aus. Nee. Oder? Na, ich glaube nicht. Ist schwer zu erkennen, aber Schiffsschrauben, Herr Kalor. Bin mir ziemlich sicher, dass das ein Frachter ist. Ja, schauen wir mal. Hohoho. Ein Flugzeugträger. 11 bis 25, also mindestens 11. Hier haben wir jetzt schon die ersten 5. Ah, da kommt schon noch was. Und der Flugzeugträger wird ja eher in der Mitte fahren. Aber es kann schon sein, dass das hier der äußerste ist. Wobei ich vermute, dass ein bisschen weiter außen noch irgendwas fährt. Bisschen Abstand gewinnen. Sehr wohl, Herr Kalor. Und dann drehen wir uns wieder. Sichtweite geht runter. Ja, der Kommandant ist halt im Eimer. Das ist nicht ideal, aber ihn haben wir ja auch noch. Dann setzen wir ihn mal ans Angriffsperiskop. Er ist einfach gerade auch top ausgeschlafen. Er kriegt auch noch Unterstützung. Vermutlich ein Geleitzug. Hier unten? Ah, okay. Einzelfahrer?
Kleine Gruppe, leck mich. Da ist einiges geboten. Ja, es ist halt schon eine andere Nummer als im Mittelmeer, ne? Das muss man sagen. Feindlicher Zerstörer auf. So, Zerstörer gemeldet. Das wird er hier sein. Okay. Drehen wir uns erstmal. Herr Kaloy. Torpedo ausrichten. Das ist also nicht ganz ideal, aber naja, ich würde tatsächlich, glaube ich, Step by Step auf ihn schießen. Und wenn es geht, noch auf einen von ihnen hier, bis dann der Zerstörer ankommt. Und dann vielleicht, wenn es ideal läuft, auf die andere Seite rüber. So, Kursberechnung, das geht schön schnell voran. Das ist sehr erfreulich. Torpedokurs berechnen. Dann kann er schon mal mit der Kursberechnung für den Flugzeugträger beginnen. Kapitän. Sehr schön. Bisschen näher dran sollten wir noch. Was haben wir hier ungefähr? Also, dass wir, ja, nehmen wir ihn mal als Referenzpunkt, dass wir vielleicht ungefähr auf diese Linie hier kommen. Und dann mit einer guten Torpedolösung, die wirklich auf 100% ist, schießen wir auf ihn und danach auf ihn. So ist mal der Plan. Herr Kaloy. Okay, wunderbar. 75 haben wir hier schon. Oh ja. Das wird interessant. So, geringe Navigationsgenauigkeit. Dann muss er das hier gerade mal übernehmen. Und näher dran würde ich auch erstmal, glaube ich, nicht gehen. Wir stoppen mal. Sauerstoff, alles noch wunderbar. Oh, jetzt. Oh. Ach so, das sind die Flugzeuge, die noch gar nicht gestartet sind. Die werden mir hier auch angezeigt. Ich dachte schon, jetzt geht's ab. Okay. Frage ist, wo ist der Rest der Gruppe? Da kommt ja noch deutlich mehr. Die werden hier irgendwo sein. Ich bin tatsächlich ein bisschen nervös. Fokussieren uns mal auf die Geschichte hier ganz vorne. Auch ungewöhnlich, dass vorneweg nichts fährt. Also keine Außensicherung. Das wundert mich schon sehr. Gut, hier sind wir schon bei 98. Dann werden wir jetzt auf ihn hier rechnen. Das ist natürlich ein wunderbares Ziel hier. Die Illustrious. Die hatten wir auch schon, glaube ich, 5-mal oder so. Vielleicht gibt es auch einfach noch keinen weiteren Träger im Spiel. Kann ja auch sein. Okay, das geht auch relativ zügig voran. Und solange uns er hier nicht, der Empire Panther, nicht davonfährt. Ist das alles gut? Kann man nochmal speichern an der Stelle? Sehr schön. So. Und ich verkneife mir jetzt auch den Cliffhanger. Wir werden auf jeden Fall den ersten Schuss machen. Schauen wir, dass er noch ein bisschen näher kommt. Ihn werden wir dann schon noch treffen. Und ich neige dazu, tatsächlich, jetzt gehen die Flieger hoch. Haben die uns tatsächlich schon entdeckt? Kann das sein? Das wäre aber unangenehm. Ändern die ihren Kurs? Ja, ich glaube schon. Haben wir zu viel Lärm gemacht? Oder haben sie unser Seerohr erkannt? Verdammt. Wenn er jetzt natürlich zu zacken anfängt, dann treffen wir den auf gar keinen Fall. Bei ihm haben wir noch größere Chancen. Shit. Was machen die Flieger? Auf Seerohrtiefe. Gerade erst gespeichert, ne? Greifen die an oder sind die einfach nur nervös geworden? Oh, schaut euch das an. Okay, wir schießen. 98, das muss genügen.
Was haben wir hier? G7E, T3, T1. Ja, komm, auf geht's. Auf geht's. Die haben schon eine gute Idee, wo wir sind. Vielleicht haben sie uns sogar schon gesehen. Geschwindigkeit 81, Torpedotiefe 4,5. Wir gehen noch ein bisschen tiefer. 5. Und Magnetzünder. Rohr 2, los. Und gleich noch einen hinterher. Rohr 3 bewässern. Tiefe 5, das lassen wir mal so. Magnetzünder einstellen. Rohr 3, los. Und dann gehen wir auf ihn. Rohr 1 bewässern. Oh, Torpedotiefe könnte eigentlich passen, oder? Mit 5 auf dem Träger. Können wir wahrscheinlich auch noch tiefer gehen, aber wir wagen es mal. Rohr 1, los. Rohr 4 bewässern. Magnetzünder. Ja, wir nehmen einen Aufschlagzünder. Gehen wir ein bisschen höher. Torpedotiefe 2,5. Rohr 4, los. Zumindest haben sie uns noch nichts auf den Deckel geschmissen. So, dann geben wir wieder Gas. 30 Sekunden. Halbe Fahrt voraus. Schneller, schneller. Weitere Kurse berechnen. Bloß nicht untätig werden hier. Auf ihn vielleicht. Aber ich würde tatsächlich erstmal, glaube ich, versuchen, auf die andere Seite rüberzukommen. Aber jetzt schauen wir mal. Der sollte treffen. Das sieht ganz gut aus. Oder sollen wir erst auf Tiefe gehen? Ich meine, hier sind halt echt Flieger unterwegs. Das ist. Aber ich will es mir natürlich auch anschauen. Ihr wollt ja auch was zu sehen bekommen hier. Sollte theoretisch gleich knallen hier. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Na komm. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Bitte, bitte kein Torpedoversager. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Puh, 4 Aale im Wasser. 40 Sekunden. Scheiße, ich glaube, das wird nichts. 30 Sekunden. Sieht nicht gut aus. 30 Sekunden. Aber 20 Sekunden. Das sind ja die LUT, die sich dann nochmal einen weiteren Kurs suchen. Also er hat tatsächlich nochmal gedreht. Er könnte treffen hier. Rohr 2 geladen. 10 Sekunden. Jawohl. Treffer mit Schiffs. Aber das ist, einer reicht natürlich nicht bei so einem Träger. Aber Treffer war nicht schlecht. Wie sieht's denn eigentlich? Ah, der ging auch daneben. Und er kommt uns jetzt auch bedrohlich nahe hier. Wir tauchen mal. Wir gehen mal auf 40 Meter runter. Wie sieht's denn draußen aus? Immerhin, hier, der Fahnenmast ist umgeknickt. Aber es, er hat schon einiges abbekommen. Für einen Torpedo ist das nicht so schlecht. So, schauen wir mal. Aber entdeckt haben die uns noch nicht. Sonst hätten die uns ja längst angegriffen, die Flieger. Na schön. Wie die ganze Chose hier weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.